So, meine Lieben, jetzt seid ihr wieder dabei. Ich bin hier am Fluss heute Morgen, habe die letzten 3 oder 4 Tage mit Kamera und allem drum und dran versucht, Hechte zu fangen. Es gab einige Attacken, auch von Großhechten, aber immer wenn die Kamera aus war natürlich, logischerweise. Ich kann ein bisschen was einblenden dazu, wie das so gewesen ist, aber heute haben wir einen richtigen Temperaturabsturz. Sieht zwar ganz gut aus, aber wir haben 2 Grad, es ist richtig, richtig frisch. Und ich bin heute trotzdem, obwohl es jetzt noch nichts großartig zu fischen gab, mit meiner Lieblingshechtroute unterwegs und natürlich wieder mit dem Streamer. Ja, dazu ein Hartmono-Vorfach. Ja, ganz spartanisch. Gar nicht viel Schnickschnack dabei. Hinten ist der Kescher. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass in dem ruhig dahin fließenden Wasser dieser Oka, so heißt der Fluss, der ein oder andere Hecht heute mal ans Band geht. Und dass ich euch das mal präsentieren kann, wie die diese Streamer auch annehmen. Ja, wunderbar. Ihr seht, es ist echt frisch. Ich muss mich jetzt ein bisschen bewegen, ein bisschen angeln, sonst wäre ich kalt. Ja, wenn was kommt, dann seid ihr dabei. Also, ciao. Ja, Leute, jetzt hat es geklappt, habt ihr gesehen, wunderschöner Hecht, Kescher ist ein bisschen klein, habt ihr auch gesehen wahrscheinlich, naja, okay, klassisch, natürlich, bei der Arbeit mit dem Hecht ist immer die Gefahr von kleinen Verletzungen der Hand gegeben, also achtet auf eure Tetanusimpfung, dass die auch vernünftig ist. Boah, scheiße, okay. Ja, weiter geht's. Ja, ihr seht, die Tour ist jetzt zu Ende. Ich bin raus aus dem Dschungel am Fluss. Angeln mit Streamer. Es war ganz interessant. Ja, ihr habt ein paar Fische gesehen, ihr habt schöne Stellen gesehen, schönes Angeln gesehen. Ja, dass natürlich nicht bei jedem Wurf ein Fisch beißt. Das sollte jedem klar sein. Und das macht ja auch so ein bisschen den Reiz des Angelns aus. Viel beobachten. Viel nachdenken, viel bei sich sein. Das ist Angeln. Hat Spaß gemacht, kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr wisst, ihr habt einen einigermaßen vernünftigen Hechtbestand in eurem Gewässer, probiert es mal aus mit den großen Raubfischstreamern hier. Ja, eine Rute bis 50 Gramm Wurfgewicht, das passt eigentlich. Okay, dann wünsche ich euch bei eurem nächsten Angelausflug natürlich viel Glück. Ciao.